Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Transport Fever. In der letzten Folge nochmal ein kleiner Rückblick. In der letzten Folge hatten wir ja angefangen, den Personenverkehr zu gestalten. Wollen wir heute, wie gesagt, schon anfangen, die Industrie zu erstellen, zu verlegen und so weiter und so fort, dass die Stadthalle Saale hier hinten auch ihre Industrie bekommt, ihr Baumaterial, ihre Waren, ihre Lebensmittel, Treibstoff für die Autos, für die LKWs. Wie gesagt, das wollen wir heute in Angriff nehmen. Aber zuvor, seht ihr ja selber hier unten, habe ich ja nur 10 Millionen. Das heißt, wir lassen das jetzt einfach mal weiterlaufen. Komm her. Und versuchen erstmal ein bisschen an Geld zu kommen. Nee, da wollte ich nicht hin. Und das überprüfe ich, indem ich dann hier reinschaue, in die Erträge und Verluste, ob Verluste und Gewinne kommen. Das wird aber jetzt leider 2 Jahre der Spielzeit in Anspruch nehmen. Ihr seht, das geht nicht gerade schnell. Deswegen spule ich ein Stückchen, also lasse ich es mal ein Stückchen schneller laufen, dass man das auch mal ein bisschen sieht. Dass hier was passiert. Das dauert jetzt halt ein kleines Zeit. Ich warte mal 2 Jahre ab und dann geht es dann weiter zum zur Industrie, zur Warenherstellung und so weiter und so fort. Ich fange aber erstmal klein an und dann lassen wir uns einfach mal überraschen, was passiert. Bis jetzt lasse ich mir auch noch kein Darlehen geben. Bis jetzt habe ich ja dieses Geld noch da. Wir warten aber einfach mal ab, bis ein bisschen was in die Kasse gekommen ist. Dauert halt, wie gesagt, ein bisschen seine Zeit, aber das wird schon. Und ihr seht auch hier unten, der Regionalbahn hat schon 30 Fahrgäste eingesammelt. Hier oben steigert sich es auch langsam bei den Bussen. Und das wird die Zeit mit sich bringen. Also ungefähr bis 19:52 warte ich jetzt noch ganz kurz und dann geht's los. Ein paar Minütchen noch. Und ihr seht auch schon, bei den Bussen steigert sich die Fahrgastzahl immer ein Stückchen weiter. Können wir mal hier gucken, in die Stadt reingucken. Ein bisschen. Ja. Gucken wir mal zum ZOB. Und ihr seht auch schon hier draußen, es wird hier vorne schon fleißig, wurde schon hier vorne fleißig ein bisschen fleißig gebaut. Hier hinten. Das ist aber jetzt Eichstätt, das ist noch nicht meine Hauptstadt. Da gucken wir jetzt mal hin. Ah. Na komm her. Das ist hier unten wird auch schon gebaut. In der Industrie müsste das glaube ich sein, wenn ich mich irre. Genau, Industrie wird schon gebaut. Das ist sehr schön. Wir könnten ja höchstens mal hier hinten halt den Straßenzug möchte ich haben.
einen Straßenanschluss schön hier rüber verlegen. Ja, genau so machen wir es. Okay. Auf der anderen Seite genau dasselbe. Ja, genau. Und dann darunter. Genau so ist es. Straßenanschluss steht. Sehr schön. Rechts und links zumindest. Dauert auch nicht mehr lange, denke ich mal. Dann wird auch das erste Plus hier erscheinen, was das Geld angeht. Und da oben ist es auch schon erschienen. Und ich denke mal, wenn die Regionalbahn hier zurückgefahren ist, kommt auch, denke ich mir mal, hier unten bei der Regionalbahn schon das erste Plus im Ertrag. Und wie gesagt, wenn das hier unten erschienen ist, wenn ich hier ungefähr wieder bei 10 Millionen bin, dann fange ich an mit der Industrie. Und ich habe mir dann auch schon ein bisschen was überlegt, wo ich was bauen könnte. Wie gesagt, ich fange zuerst mit den Lebensmitteln an. Das heißt aber, das erkläre ich euch gleich, wo ich ja was baue und so, das zeige ich euch gleich. Na, doch noch nicht ganz. Okay. Doch, 119.000 haben wir jetzt erreicht. Sehr schön. Bis bei 8 Millionen, bei knapp 9 Millionen meine ich. Ist schon mal gar nicht schlecht. Und ich möchte dann auch hier drüben. Nein, das ist natürlich nicht so schön. Ich will gleich hier rüber. Genau. Und warum macht er das nicht? Eine Kollision mit was? Aber mit dem Plus bestimmt. Okay. Dann versuchen wir es mal hier. Ja, hier klingt das doch schon viel besser. Wie viel kostet mich das? 102.000. Ja, das ist ja egal. So, und hier Anschluss finden. Vielleicht wird ja dann auch noch später hier drüben gebaut. So, industriemäßig. Ja, das machen wir jetzt noch nicht. Industriebahnhof, den baue ich erst wenn ich dann hier die Lebensmittel errichtet habe. 8,67 Millionen habe ich. Und ihr seht immer weiter, es geht immer weiter hoch. Das ist doch sehr schön. Habt ihr 40 Fahrgäste schon drin? Ach, hier drüben ist. Ich dachte, die war hier hinten. Okay. So, jetzt gucken wir mal so langsam, wo wir hier bauen können. Also, ich fange an wieder wie gesagt, mit den Lebensmitteln. Und ihr seht, ich gucke jetzt auch mal, wo man am besten was nehmen kann. Ich möchte gern, wo haben wir dich denn da hinten mit dem verbunden? Ich möchte das hier, also hier, das sind die Lebensmittel. Nein. Die Produkte, die hergestellt werden, heißt Lebensmittel und dazu brauche ich entweder Getreide oder Vieh. Ich entscheide mich für das Getreide erstmal. Findet man hier in einem Feld, aber die Entfernung, die ist mir ehrlich gesagt ein bisschen, ich weiß es auch nicht, wie ich es mache. Ob ich das jetzt hier nehme gleich. Und vielleicht versuch's einfach. Wisst ihr was? Wir versuchen es einfach gleich. Ja, das versuchen wir einfach. Bei 8,5 Millionen. Ah, das geht doch runter. Das ist nicht schön. Also mal noch ein paar Minütchen warten. Ich will ungefähr bei 9 bis 9,5 Millionen bleiben. Weil dazu ist die Fahrgastzahl noch ein bisschen zu niedrig. Wenn der jetzt da hinten angekommen ist, ist die 30 Einwohner. Na, mal gucken, vielleicht wird es ja doch was.
8,5 Millionen. Ach Mann. Na, halt müssen wir noch ein kleines Stückchen warten. Das geht zwar hoch mit der dem Ertrag, aber das ist mir noch nicht, das ist mir doch zu wenig. Sieht denn das da hinten aus? Ah, das ist mir zu nach. Nee, das bringt die Produktion nicht so gerne weiter. Ich würde das gern schon mit Güterzügen befahren. Das würde ich gern schon machen. Da ist mir aber die Entfernung ein bisschen zu. Und da sieht das hier schon ein bisschen besser aus. Da 36. Ja, das ist schon mal schön. Aber für die Busse, die wollen irgendwie noch nicht so richtig in Fahrt kommen. Vielleicht wird es ja was. Mal gucken. Jetzt haben wir da 33 Fahrgäste. Ach, wisst ihr was? Wir versuchen das jetzt ganz einfach. Jetzt machen wir wieder Normalgeschwindigkeit. Bauen uns hier ein. Nee, da wollte ich hin. Ein Güterbahnhof, Güterkopfbahnhof mit einem, nee, mit zwei Gleisen machen wir das jetzt einfach. Hier drüben. Mit zwei Gleisen. Keinen zweiten Straßenanschluss, den werde ich nicht machen. Schade, das müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt am besten lösen. Ja, wir versuchen einfach mal da noch eine Straße hinzusetzen. Da reicht mir die. Ja, das nimmt er. Hat er es verbunden? Sehr schön, hat er. Das erkennt man halt, wenn man den Bahnhof anklickt. Wenn das weiß eingekreist ist oder weiß markiert ist, ist es mit der Produktionsstätte verbunden. Das ist ja schön, das hat geklappt. So, Gleise verlegen. Dann nehme ich keine Hochgeschwindigkeitsgleise. Ja, dann lass mal hier ein Stückchen rausgucken. Also dann hier rumgehen. Und da, bevor ich da weitermache, setze ich jetzt hier genau das gleiche auch nochmal hin. Einen Kopfgüterbahnhof. Halt dahin. So, und jetzt drehe ich da rum. Da gehen wir mal auf drei Gleise für den Fall, dass ich mir woanders noch was hole. Ja, das will ich aber auch nicht. Das setze ich dann erst hier dran. Ja, das lassen wir gleich so. Sind zwar 213.000, aber egal. Hundertneunzigtausend. So, das müsste jetzt auch verbunden sein. Genau. Jetzt mache ich das genau das gleiche wie hier drüben auch mit den Hochgeschwindigkeitsgleisen, dass ich hier ein Gleiswechsel reinbaue. Ach, das reicht auch. Das reicht vollkommen zu. Hier drüben genauso. Wie gesagt, vielleicht bringt das ja schon was. So, dann wieder meine Signalsetzung, Ein- und Ausfahrsignal, wie wir vorhin auch schon hatten. So, dann ein Ausfahrsignal, ein Einfahrsignal, Entschuldigung. Ja, und auf der anderen Seite genauso. Ein Einfahrtsignal erst. Das habe ich jetzt rein Mathe schon dabei. Dann wieder ein Ausfahrsignal. Dann setze ich hier noch mal eins hin. Ein Streckensignal sozusagen.
Nee. Wo haben wir dich denn? Ach, die sind ja hinten. Einstreckensignal. Da haben wir's. Die setzen wir mal hier hin. Und dich setzen wir mal hier hin. So, da haben wir den ersten Teil fertig. Jetzt geht's zum zweiten Teil. Ach nee, halt, ich muss ja hier hin. 7,2 Millionen. Ah, das bringt mich noch nicht. Aber das wird wahrscheinlich dann erst kommen, wenn ich dann die erste Warenanlieferung habe. Die erste Lebensmittelanlieferung wird das wahrscheinlich dann erst kommen. Nein. Dahin will ich. Weil das soll ja, die Lebensmittel sollen ja in die Stadt kommen. Sozusagen. So. Ja, oh, es gibt schon neue Busse, aber das brauche ich jetzt noch nicht. Das bringt mich jetzt noch nicht weiter. So, jetzt geht es hier rum, weil ich nämlich außen hingehe, sozusagen. Zum Außengleis. Nein. Das da, doch, das muss ich nehmen, weil ich ja zweigleisig fahre. Und jetzt genau dasselbe zurück. Wie gesagt, kostet mich jetzt wirklich eine ganze Menge, das weiß ich selber. Aber wie gesagt, ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt, es hat sich damals rentiert. Genau bis dahin. Dann auf ein Gleis zurück. Meine Signale. Rum. Ich hoffe doch, dass ich nicht wirklich ein Darlehen nehmen muss. Das wäre nicht so schön. Wieso gibt es ja zwei eigentlich zwei, aber egal, ich nehme das. Ich habe das bis jetzt immer genommen. Im Prinzip ist es ja egal. Ein. Was war das jetzt? Ausfahr, genau. Ein Ausfahrsignal. Ein Einfahrsignal. Genau dasselbe hier drüben, beziehungsweise Gleiswechsel wieder reinbauen. Was ist denn jetzt das Weiche darum fährt? Machen wir das hier. Nein. Abbrechen. Ja, das klappt. Die muss da schon irgendwie hochkommen. Steigung zu groß. Okay, müssen wir es deren setzen. So. Dann ein Ausfahrsignal. Einmal. Zweimal. Und das dazu gehörige Einfahrsignal. Das setze ich dahin. So, damit wäre dann das auch erledigt. Ich werde hier mal noch einen Gleiswechsel reinsetzen. Warum, erkläre ich euch gleich. Ihr seht, es geht auch schon hoch mit dem, mit den Gewinnen. Ich bin schon wieder bei 6 Millionen, obwohl ich den Hälfte noch, obwohl ich schon am Bauen gewesen bin. So, wie gesagt, hier machen wir jetzt eins hin. Und dann, ja, das reicht eigentlich. Da soll ja bloß da rausfahren. Und zwar mache ich, brauche ich jetzt wieder mein Zugdepot. Das setze ich dann in dem Fall hier hin. Wieder eine falsche Taste. Das da.
Gleise, ja, kann ich raus. Muss ja nicht schnell sein, was da fährt. Hauptsache da rausgucken, da rauskommen. Dann dahin. So, wieder ein Signal. Sehr schön. So, linienmäßig geht es jetzt wieder weiter. Dann brauche ich eine neue Linie. Die benenne ich als erstes um in einen Güterzug GZ mit Vieh-Getreide. Damit die Produktion anlaufen kann, brauche also die Waren, die Lebensmittelfabrik braucht erstmal dann dafür die Waren. Also einmal da und einmal da. Und das hat er angenommen, sehr schön. Dann eine neue Linie, die nennt sich auch wieder GZ für Güterzug, aber jetzt die Lebensmittel. So. Dann haben wir beide Linien fertig. Jetzt erstellen wir uns wieder den Zug. Dann nehme ich aber nicht diesen Flying Scotman, ich nehme die BR-75-4. Das reicht vollkommen zu. So, dass ich das da unten sehe. So, jetzt brauchen wir Güterwaggons. Daraufhin dann oft. Dieser Güterwaggon stellt Getreide her, also kann Getreide aufladen. Also nehmen wir da mal zwei, erstmal zwei. So, das ist Ölwaggons und hier ist es Vieh drin. Eins, zwei. Das heißt, der erste Zug ist fertig und das soll dann das Vieh und das Getreide werden. Ihr habt es gehört, er ist fahrbereit und er fährt auch schon. Lassen wir den jetzt erstmal ein bisschen fahren und beschleunigen das Ganze mal. Und man sieht, da hinten ist auch schon Produktion angelaufen. Gucken wir mal hier rüber. 5, 6, ja, das ist doch sehr schön. Das reicht vollkommen zuerst einmal von Anfang. Was hat er jetzt aufgenommen? 12 von 16, das ist ausreichend, vollkommen okay. So, dann geht der nächste Güterzug aufgeheißen. 2,17, schade, schade, schade. Eva, versuchen es mal. Wir machen mal ganz kurz Pause. Und jetzt ist mir natürlich mein Geld weg. Das reicht nicht mehr, also muss ich leider Gottes doch ein bisschen was ausleihen. So, machen wir erstmal 2 Millionen. Das reicht aus.
So, dann brauchen wir wieder unsere Wiederverpackung. Dann nehmen wir aber nur. Nee. Den muss ich wieder verkaufen. Eins, zwei, drei. So, drei Waggons. Mit 24 Einheiten Lebensmittel. Das reicht erst auch erstmal zu. Dann die Linie losfahren lassen. Ja, der kann ja noch gar nicht losgeschickt werden. Weil ich das nämlich noch gar nicht gemacht habe, die ganzen Punkte hinzusetzen, was den Linienverlauf angeht. Jetzt kann ich ihn los. GZ Lebensmittel Getreide. So, lass mal wieder normal laufen. Und ihr seht auch da, ihr hört es auch, sagen wir mal so, und jetzt kommt er auch rausgefahren. Es funktioniert. So, das muss mal wieder ein bisschen schneller laufen, bisschen hoch wieder, dass man auch sieht, das was ankommt hier. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ich schon in der Aufnahme bin, aber ich denke mir mal, wir werden jetzt doch noch mal schnell eine zweite Industrie bauen, eine zweite Industrielinie bauen. Deswegen lasse ich das jetzt auch schneller laufen. Wo kommt er denn an? Beziehungsweise wann kommt er denn wieder zurück? Ich warte nämlich auf, da kommt er angefahren. Ja, da ist er. Der Lebensmittelgüterzug. Mal gucken, wie viel er jetzt aufnimmt. 21, das ist ja schön. Er macht alles richtig. 11 von 16, ja, okay, das bringt jetzt erstmal auch noch nicht groß was. Aber egal. So, dann haben wir das. Und man sieht auch, hier ist auch schon gut ins Plus gegangen mit dem Getreidezug. Produziert, mal gucken. Ich lasse das einfach mal so laufen. So, dann haben wir das am Laufen. Da kommt mein Güterzug und der hat jetzt meine Regionalbahn, meine ich. Und der hat jetzt geladen 67 von 100 Fahrgästen. Gucken, was sich da, ob sich das jetzt rentiert. Ob sich das gut rentiert. Und wenn ja, dann lasse ich noch einmal hin und zurückfahren. Ach, das sieht ganz gut aus. Ja, er ist schon mal bei einem Gewinn von 1 Million. Und mein Jahresgewinn, das sieht man hier in meiner Firma sozusagen, was ich an Baukosten habe, was ich an neuen Fahrzeugen schon gekauft habe, was die alles an Ertrag bringen. Und hier unten steht dann halt gesamt im Plus oder im Minus. Und ihr seht ja auch, es ist halt durch den Kauf der Fahrzeuge ist ein bisschen hochgegangen, aber ihr seht, geht langsam runter. Jetzt warten wir noch ein Jahr ab und dann geht es an die Industrie. Ans nächste Industriegebiet, sagt man so. Und da bin ich mir aber noch nicht so sicher, was ich da nehme. Ich denke mal, ich werde für die Stadt auch noch ein bisschen Treibstoff benötigen.
von 16, 23, 24, das ist ja, wie sieht es hier hinten aus? Oh ja, jetzt funktioniert das wenigstens. Das letzte Mal hat das nämlich nicht funktioniert mit dem Getreide. Genau das hatte ich nämlich als in Verdacht, dass das wieder nicht funktioniert. Aber ihr seht, es funktioniert. Ist ja cool. Es ist vollgeladen und das ist immer. Ja, das ist ja schön. Das lassen wir auch erstmal so. Da ändere ich jetzt nichts an. Und ihr seht, ich bin schon gleich im Plus drin und es geht auch schon wieder hoch mit dem Gewinn, also mit dem Geld. Könnte theoretischerweise jetzt zurückzahlen, schon ein bisschen was. Bringt mir jetzt aber noch keine Punkte, weil ich brauche ja noch ein bisschen was zum Bauen. Ein bisschen Geld zum Bauen für Gleise und mehr, Gleise und so. So, dazu suchen wir uns Treibstoff. So, das können wir jetzt erstmal wieder zumachen. 3, ach, das ist ja schön. Treibstoff. Treibstoff wird produziert. Jetzt müssen wir mal gucken, wo bist du? Ich habe dich eben noch gesehen, das weiß ich. Also, wo haben wir schon mal? Ich suche dich nur als Treibstoff. Wo bist denn du? Ich habe dich doch vorhin gesehen. Ja, hier. Dich habe ich gesucht. Also, haben wir da irgendwo noch. Da haben wir noch was. In Merseburg. Das könnten wir eigentlich machen, dass ich dann doch eine LKW-Linie fahren lasse. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Da mache ich dann halt zuerst wieder mein Fahrzeugdepot, dass ich das ja nicht wieder vergesse. Das setzen wir mal hier hin. So. Oh, das hier geht ganz gut hoch. Das ist ja schön. Das lasse ich auch jetzt erstmal laufen. Also Treibstoff. Treibstoff gewinnt man hier. Und zwar ist das das Gelbe. Hier steht Treibstoff. Und dazu wird benötigt Rohöl. Rohöl bekommt man aus dieser Fabrik Rohöl. Da lasse ich dann halt, wie gesagt, Güter, LKWs fahren, weil halt die Entfernung, das passt eigentlich ganz gut mit der Entfernung. Dazu brauche ich dann Güterhaltestellen. Oh, nee, Entschuldigung. Oh, so. Ja, so. Einmal. Zweimal. So. Gleich eine Linie erstellen mit Namen LKW Rohöl. Soll von hier nach hier gehen. Okay, das heißt auch schon Merseburg Nord. Ja, Merseburg Nord nach Merseburg Ost. So, dann heißt es LKW rausschicken. Nein, das brauche ich nicht mehr. Ja, wollte ich hier Straßenfahrzeug kaufen. Dann nehme ich natürlich Rohöl und Treibstoff. Da kostet mich 133.000. Ja, dann nehme ich auch gleich den. 1, 2, 3, 4, 5. Auf Linie schicken. LKW Rohöl wird schon beliefert. In der Zwischenzeit, wo der das alles beliefert, kann ich anfangen, meine als Limo. Wo warst denn du jetzt? Hallo? Ja, okay, das ist ja egal. Dann machen wir halt in kleinen Schritten, dass der Treibstoff nach Halle rein befördert wird. Dazu wieder Güterbahnhof, Kopfbahnhof mit zwei Gleisen. Okay. Gleise verlegen. Das ist immer ein bisschen nervig, dass der. Ja, da muss ich halt doch drüber hin. Ja, lass mal so.
Wo muss ich jetzt genau dahin? Dahin, genau, sehr schön, das passt. Und da hinten will ich dann auch gleich anschließen lassen. Nein, keine Brücke. Die kostet mich die ganze Menge. Lass mal doch mal die kleine Brücke dann da stehen, dass er jetzt wieder. Die kostet mir zu viel. Also jetzt müssen wir sowieso erstmal gucken hier. Dich finden wir nachher schon wieder. Das, was ich jetzt auch brauche, ist Industrie und Treibstoff, industriemäßig. Guck mal jetzt mal, wer jetzt hier was braucht. Genau, hier Treibstoff, ja, das würde ja dann passen. Da setzen wir dich Kopfbahnhof hier hinten hin. Mit vier Gleisen, weil da industriemäßig noch ein bisschen was geschehen müsste. Oh, das passt ja perfekt da rein. Sehr schön. So, das haben wir verbunden. Ich glaube, ich habe das rechte Gleis genommen, oder? Ja, genau, das rechte Gleis. Einfach bloß mal dem Ganzen hinterher. Muss ich doch Brücken weiterbauen. Ach doch, die Steigebrücke, die gefällt mir sogar ganz gut. Die lassen wir auch gleich so. So, und jetzt wieder runterwärts. Ne, halt, ich muss über die Gleise drüber weg. Ach, das ist nervig. So. Ah, jetzt muss ich mal kurz warten, mein Geld ist schon wieder alle. Muss man doch noch mal was leihen. Ich habe gedacht, ich komme jetzt hin mit dem Geld. Aber das können wir dann alle später zurückzahlen. Irgendwas ist hier faul. Ja, Öraffinerie. Ja, ich bin ja auch schon dabei. Ach halt, da ist es doch schon. Stopp, abbrechen. Dann muss ich es doch noch mal kurz wegreißen.
Bin ich jetzt rechts oder links gegangen? Ja, jetzt möchte ich aber gucken. Ich bin natürlich ans Rechte gegangen. Okay, das kann ich auch nochmal ändern. Okay, also verbinden. Nochmal ganz kurz das Wegreißen. So. Weil ich müsste dann, wenn dann schon an das Rechte. Ja. Die ganze Show ist wieder zurück. Wird wahrscheinlich jetzt auch eine Stunde. Eine Folge mit einer Stunde werden. Denke ich mal jetzt mal. Weil das bringt dann doch schon ein bisschen Zeitaufwendigkeit in Anspruch. Das soll uns aber jetzt nicht weiter stören. Oh, Leutchen. Es nervt. Also, so wie es aussieht, muss ich mir doch noch mal was leihen. Ich wollte es eigentlich nicht. Na gut, okay, dann muss ich mir dann doch noch was leihen, weil ich möchte das Wörter wirklich heute noch fertig kriegen. So, gucken, ob das jetzt da schon. Nein, das noch nicht. Jetzt doch. So. Jetzt muss man mal kurz Pause machen, weil das bringt jetzt nicht weiter. Gleissystem wie gehabt. Machen wir wieder so. Richtige Seite. Ja. Ein sogenanntes Streckensignal kommt jetzt. Einfahrt, Einfahrt, Einfahrt. Nee, dann ist jetzt hier zurück. Das war dann hier Streckensignal. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Richtige Seite? Ja. Eins, zwei. Eins. Zwei. So, ein Einfahrsignal kommt jetzt hier hin. Jetzt geht's wieder zurück. Wieder ein Gleiswechsel. Ja, ich muss wirklich noch mal Geld leihen. Das habe ich jetzt nicht ge. Nein. Genau. So,
So, da ist dann der Funkstein aufgelegt. Jetzt mache ich hier noch zwei Ausfahrsignale, die Linie erstellen und dann, wie gesagt, leider doch nochmal Geld leihen. Wollte ich eigentlich nicht. Halt. Güterzug Treibstoff. Nein, ich muss jetzt erstmal dahinter. Da hinten fängt der erste Haltestelle an. Einmal. Zweimal. So, Linie erstellt. Ein Zugdepot. Habe ich jetzt nicht eben hier noch Ausfahrsignale hingesetzt? Ich war der Meinung, ja. Na gut, okay. So. Dann wieder ein Ausfahrsignal. Und dann leider Gottes dann doch nochmal Geld leihen. Ich mein Zug kaufen. Ich will doch schon. Warte mal, wir könnten da eigentlich schon mal die hinsetzen. Ja, ich weiß. Aber die Loch hat mir bis jetzt immer Glück gebracht. So, 10 Millionen. Ich hoffe, das reicht. So. Kaufen. Dann brauche ich Güter. Das große Teil. 1, 2, 3, 4. Jetzt sind wir auf 60, 80, 90. Das lassen wir erst einmal so. Dann Linie zuweisen. Güterzug Treibstoff. Sehr schön. Und jetzt kann man wieder loslegen. Guck mal jetzt mal hinter. Zu unserer Ölraffinerie. Ob sie denn da hinten schon was produzieren kann. Und warten wir mal, bis er ankommt. Da können wir mal das Teil zumachen. Lass uns jetzt auch mal schneller laufen. Ich weiß, dass es jetzt alles ins Minus geht. Das weiß ich selber. Ist mir schon bewusst geworden. Oder gewesen, ja. Und da wird auch schon umgewandelt von Rohöl zu Treibstoff. Hier. Na, warte mal, wie gesagt, bis der Bus ankommt, bis der Zug ankommt. Wenn das dann alles erledigt ist, ist die Folge dann beendet. Bis er es eingeladen hat, dann rübergefahren ist. Und da machen wir dann auch nochmal eine kleine Führerstandsmitfahrt. Müsste gleich auftauchen, hoffe ich doch mal. 32, das ist schön. Da kommt er angefahren, sehr schön. Güterzug Treibstoff, dich brauche ich jetzt. Wie gesagt, Führerstandsmitfahrt gibt es jetzt. So.
Auf geht's nach Halle-Saale zum Güterbahnhof. Zum etwas kleineren erstmal noch, aber ja, da wird sich bestimmt auch demnächst dann noch mal vergrößern müssen. Ah, es wird ja dann doch leider circa eine Stunde werden, dieses Let's Play, aber ich denke mal, es ist trotzdem gut bei euch angekommen. Bis jetzt. Bei lauter Kommentare in der Folge 1 hat sich's auf alle Fälle gelohnt, da was zu machen, noch weiter zu machen. Vielen Dank auch nochmal für diese schönen Kommentare. Hat mir sehr gefallen. Hat mich sehr gefreut drüber. Aber wie gesagt, wenn wir dann in Halle sind, ist die Folge beendet. Aber das dauert ja noch einen kleinen Augenblick. Weil der hatte eine ganz schöne weite Strecke zurückzulegen. Kann auch unter Umständen passieren, dass ich hier noch einen zweiten Güterzug fahren lassen muss. Das entscheidet sich aber alles in der zweiten Folge. Korrektur, entschuldige bitte. Entschuldige bitte. In der dritten Folge meine ich natürlich. Also das passt irgendwie. Also mir gefällt dieser Streckenverlauf auch. Der Streckenverlauf von der Regionalbahn hat mir sehr gut gefallen. Rechts und links ein bisschen Wald. Ja, das gefällt mir richtig gut. Was ist denn heute los? Ach nee. Ja, mal gucken, wann wir dann in Halle sind. Da kommen wir, glaube ich, zu dem Feld, wo ich angefangen habe, das Getreide abzubauen und dann halt zur Weiterproduktion von Lebensmitteln. Ich kann es wieder sagen, auch das hier gefällt mir richtig gut mit dieser Brücke. Ja, das gefällt mir. Oder war das das doch noch nicht? Ich weiß es gar nicht mehr. Also da hinten sehe ich irgendwo zwei Güterzüge fahren. Dampf, es dampft auf alle Fälle. Aber was das jetzt war, weiß ich nicht mehr. Oder war das doch da hinten? Ach genau, ich bin ja hier drüber gegangen. Na klar, richtig, da war das doch links eben das Getreidefeld. Und da, ja genau, richtig auch. Jetzt bin ich gespannt, wie das hier aussieht. Ja, hier drüber fahren. Ah, jawohl, sehr schön. Wer weiß, vielleicht hat sich's ja auch gelohnt. Die Fahrt. Wie gesagt, kann auch sein, dass ich da noch einen zweiten Güterzug draufsetzen muss.
weil der Weg ist dann doch schon ein bisschen sehr weit entfernt. Und da ist auch schon der Hallescher Hauptbahnhof. Wollte ich gerade sagen, jetzt müsste er langsam von der Geschwindigkeit mal runtergehen, weil hier kommt nämlich so eine etwas engere Kurve. Schranken gehen runter. Sehr schön, die sind oh herrlich. Das wird auch nur abgeändert, schrankentypmäßig, das gefällt mir noch nicht so, weil das ist so ein bisschen typisch amerikanisch. Das gefällt mir nicht so. Da werde ich auch noch was abändern. Und schon sind wir am Güterbahnhof von Halle angekommen. Von dem etwas kleineren erstmal noch, wie gesagt. Aber wie gesagt, es vergrößert sich ja alles noch. Das ist ja alles noch im Plan, im Bau. Na dann, herzlich willkommen in Halle Saale Hauptbahn, Halle Saale Güterbahnhof. Entschuldigt bitte. Ja, perfekt. Und da hat 4 Millionen jetzt gut gemacht. Und ich habe einen. Ah, ja, da freue ich mich umso mehr. Aber das muss ich eh noch mal. Oh, 4,25 Millionen habe ich schon wieder in Wien gemacht. Oh. Ja, das ist doch perfekt. Das läuft. Da fährt wieder zurück. Ja, sehr schön. Ich habe ein Tatra. Die Tatra-Straßenbahn. Ist zwar nicht der Original aus Halle. Und ich habe sie leider noch nicht gefunden zum Download. Das können wir jetzt mal zumachen. Wie sieht es denn hier hinten aus mit der Produktion? Das gucken wir noch ganz schnell nach. Ja, das passt auch. Ja, das lassen wir so. Wie gesagt, Folge ist beendet. Ach, das ist ja mal so, genau. Jetzt war ich voll durcheinander. Wie gesagt, Folge ist jetzt erstmal hier beendet. Ich hoffe, ihr hattet wieder einen riesen Spaß beim Zuschauen. Würde mich freuen, auch wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und wünsche euch damit einen wunderschönen Tag. Bis demnächst zu einer weiteren Folge Transport Fever. Macht's gut.